Es gibt einen Grund dafür, dass Sie mich wollten. Nur welchen? Charlotte, es gibt schlimmere Schicksale, als den König von England zu heiraten. Es ist an der Zeit, dass man zu einer geeinten Gesellschaft wird. Sie werden viele Kinder bekommen. So viele Kinder wie möglich für meinen Sohn. Sie verändert sich. Die wahre Liebe. Ich bin Brimsley. Ich bin stets bei euch, Hoheit. Brimsley, erzählen Sie mir vom König. Ist er hässlich? Deformiert womöglich? Er ist der König. Ja. Und? Guten Tag, Milady. Kann ich euch in irgendeiner Form behilflich sein? Nun, ich suche den besten Weg, die Gartenmauer zu überwinden. Und das tut ihr wozu? Sie weigern sich, einer Dame in Not zu helfen? Nur wenn jene Dame eine Mauer überwinden will, damit sie mich nicht heiraten muss. Hallo, Charlotte. Eure Majestät. Für euch bin ich George. Ich verstehe, dass du mir grollst. Doch schenk mir einen Abend deiner Zeit, um deinen Hass auf mich zu lindern. Eine vernünftige Idee. Es fügt sich eines zum anderen. Eure Majestät, ich bin Lady Agatha Danbury, eine eurer Hofdamen. Dann werden wir gute Freundinnen sein. Lasset Vorsicht walten. Noch nie gab es eine Königin wie euch. Ihr müsst eure Position sichern. Wo ist der König? Er kann euch nicht empfangen. Charlotte, ich möchte nicht gestört werden. Sie ist seine Frau, sie sollte es erfahren. Da gibt es nichts zu erfahren. Die Ereignisse in der Buckingham-Residenz sind für mich von Bedeutung. Eure Ehe darf nicht scheitern. Was geht hier vor sich? Ich wünsche keinen Streit. Ich will mich durchaus streiten. Ich will, dass du mit mir sprichst, dass du um mich kämpfst. Eure Majestät, euer Augenmerk sollte eurem Land gelten. Ihr seid unsere Königin. Du bist eine einzigartige Frau, die Regeln bricht, Skandale lostritt und so königlich ist wie keine zweite in dieser närrischen Welt. Wir werden das bewältigen. Vereint. Kann selbst in den dornigsten Gärten erblühen. Ihre Blumenmetaphern sind so lieblich, dass mir ganz übel wird. Doch Ihr Standpunkt sagt mir zu.